Core Gamer Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Ich höre mich immer noch ein bisschen nasal an, ist immer noch derselbe Aufnahmetag wie in der letzten Folge und wir waren hier stehen geblieben, kurz vor einem offensichtlichen Ereignis mit Snow, vielleicht, oder auch nicht, von mir aus. Jetzt vielleicht? Ah, siehst du mal. Tür geht doch nie auf. You've changed, haven't you? Seems like you've toughened up. I'm a Lassie. I had to. Yeah, the only ones that ought to be fighting the army are us dumb grown-ups. You think it's stupid to fight? It is if you get killed. Anyway, just lay low. Let the dummies duke it out. The army's no match for Nora, right? He was smiling. Leg ihn um, komm. Das wäre mir echt was Fulminantes. So erstmal Teammates, die sich gegenseitig abstechen und so. It's me. What's up? You damn well know what's up! Why haven't you called in? Sorry, slipped my mind. Right. What's your status? Great, great. Hope's great too. Are you all right? I'm great, you're great, everybody's great. Reunion time. Figure out a rendezvous point. Don't sweat it. That line's hyper-encrypted. Hey, sis. Is that you? I'm not your sister. Ah, geht das schon wieder los. Zocken wir jetzt vielleicht Lightning und Fang? This city's under our jurisdiction. We're the ones defending it. We should have a say in what's done to protect it. Attention all units. Ignore all fire zone restrictions. Fire at will. What? Whatever it takes to kill the Lassie. Over. Psychopath. You want to start a war in the streets? Why not? Civilians are still evacuating. The collateral we're talking about is unacceptable. You don't know what it's like out there. You don't understand why we're here. Who do you think it is? Terrified of Pulse and begging us to kill the sea. It's not the Sanctum. It's not us. It's the people. Okay. Der gute Mann ist etwas negativ geladen, finde ich. Der sollte mal dringend zur Entspannungsruhe gehen. We'll meet at Hope's place. Felix Heights, 35A. Right. See you there. Tell Fang hey. Take care of Hope. All over it. And I'll tell you more about Sarah when we meet up. I found out she can turn back. There's still hope. Snow. Listen to me. It's about Hope. His mother was... It's me. Hope? Hope! Answer me! Na super. Hope! Yelling doesn't fix it. It's called interference. You can chit-chat when we get there. Ja toll, bis dahin ist Snow tot. I've got points. You fall in behind. And see if you can't cool off that head of yours. Ah, tatsächlich, wir dürfen Fang zocken. Alles klar, die hat aber auch erstmal einiges an Crystallarium-Punkten, die wir verteilen müssen. Was hat sie denn hübsches? Wahrscheinlich haben wir jetzt wieder keinen Heiler im Team. Ja, ich würde sagen, wir priorisieren mal den Verteidiger. Bei ihr gerade so. Denn den recht brauchbaren Brecher haben wir ja mit Lightning im Team. Ja, das war klar. Manipulator hat sie jetzt eigentlich auch schon recht gut ausgebaut, ne? Ja. Gemacher, oioioi. Ein Accessoire kriegen wir wieder, ja, okay. Was kriegen wir beim Brecher noch alles frei?
Kampfextase. Oho. Die junge Frau ist mir auf Anhieb sympathisch. Und natürlich, bei ihr müssen wir das auch mal eben schnell noch machen. Schade, ich hatte eigentlich gedacht, wir zocken auch ein bisschen mit Hope und Dings weiter. Ach genau, sie ist ja Heiler. So, Brecher hatten wir ja bei ihr priorisiert. Deswegen sollten wir das auch weitermachen. Oh, ich wurde von Xbox Live getrennt. Who cares? Zack. Ja, ich glaube, den Brecher kriegen wir sogar fertig, ne? Och, Leute. Jetzt gehen wir die Akkus aber ein bisschen auf den Sack hier. So, probieren wir mal den Originalen. Der hat ja auch ein bisschen geladen. So, damit sind wir hier drin fertig beim Brecher. Verheerer. Hatten wir bei ihr ja... Obwohl, ich sollte jetzt vielleicht ein bisschen den Heiler priorisieren, ne? Machen wir auch, glaube ich, mal. Weil Lightning jetzt ja unser einziger Heiler ist. Wobei sie ja einen schlechten Heiler abgibt eigentlich. Ja, ja, ist, weil ich weiß. Okay. Dann brauche ich Paradigmen, bitte. So, Brecher, Verheerer, Verteidiger, Verteidiger, Heiler, das hört sich gut an. Das können wir auch noch machen. Und natürlich... Ja, zweimal Brecher lohnt sich eigentlich nicht, ne? Ihre drei Rollen hat sie dabei. Oh, pff, nö, dann brauchen wir nichts weiter. Dann würde ich mir das gerne nur einmal ein bisschen... aber genau, warte. Ich will noch... einen Brecher und einen Heiler zusammen haben. Oder habe ich die? Ne, die habe ich nicht gehabt. Okay, so. Die packen wir uns an. Nein, das soll nicht... So, hier. Das kommt dahin. Köderangriff kommt dahin. Und das kommt ganz zum Schluss hin. So, okay. Ich denke, so können wir arbeiten. Dann gucken wir mal, was die gute Fang drauf hat. Speicherpunkt direkt am Anfang, sehr nice. Ja, wir sind hier. Wir sind hier, du bist hier, Schnabeltier. So, da bin ich mal gespannt, was die gute Fang jetzt leisten kann. Natürlich haben wir jetzt dann auch keinen Aufruf mehr. Das ist natürlich jetzt weniger geil. Aufgeklärt sind die Schwäche Blitz. Oh, Rundumschlag. Junge! Ja, und natürlich, Fang hat natürlich nur drei ATB-Balken. Aber die macht schon ordentlich Kabums mit ihrem Stäbchen. Das sind ja so die zweiten, die ich eigentlich recht gerne habe, ne? Die Lanzenträger. Also ich fand Freya zum Beispiel in 9 fand ich sehr geil. Ich habe Kimari sehr hart gefeiert. Weil er auch so schön schweigsam und so war, ne? Nein, nicht Rundumschlag. Wieder zurück zu Extermination. Ne, und ich weiß gar nicht, wer noch. Sid aus Final Fantasy 7 fand ich auch recht cool. Der war eigentlich auch immer in der Startaufstellung. Ab dem Punkt, wo ich ihn hatte. Der hat aber auch böse Schaden gemacht, ne, der Sid aus 7. Ne? Ich finde es ja immer schade, dass einige Charaktere immer erst so spät zur Gruppe dazustoßen. Ne? Siehe auch Riku. Dom Riku hätte ich damals in 10 mehr benutzt, wenn die recht früh bei dem Ganzen dabei gewesen wäre. Bin ich felsenfest von überzeugt. So, hier ist nichts. So, wir warten mal, bis der sich umdreht. Drehst du dich bitte um? Nee, der will nicht. Sag nicht, ich hab den gekriegt. Dann lache ich den jetzt... Wie geil ist das denn, Alter? Jetzt lache ich dich aber aus, mein Digga. Lightning, wärst du so freundlich? Danke. Mir kommt es aber auch so vor, ne? Also ganz ehrlich, die... Okay, die Brecher machen noch mehr Schaden. Mir kam es eigentlich so vor, als ob die Verheerer mehr Schaden machen würden.
Lag aber eventuell auch an eventueller Ausrüstung, die ich da verlegt hatte. Ach, wo wir gerade von Ausrüstung reden. Wir müssen Fang noch was geben, ne? Die hat ja noch gar nichts. Die hat ja noch gar kein Accessoire, gar nichts. Boah, Alter. Drehst du mal durch oder was ist hier los? Nee, also wie gesagt, ich bin der Meinung, Feira macht mehr Schaden. Sie hat jetzt 1,9 gemacht. Oh, mal wieder eine 5-Sterne-Wertung. Ich bin begeistert. Okay, das war jetzt sehr lustig. So. Ausrüsten. So, Fang. Eins kann sie anlegen. Klingenlanze. Was hat sie denn davon? Ach, super, kann ich nicht. Warum nicht? Ach, egal. So, was geben wir ihr denn Hübsches? Fluchresistenz. Also ich würde jetzt sagen, am meisten lohnt sich jetzt hier so ein Silberarmreif für sie. Ne? Weil Elementarschäden sind mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass da jetzt irgendwie was wäre. Ich bin der Busch. Bis kurz vor knapp hat's geklappt. Bring it on. Nein. Doch, klappt doch noch. Okay. Die hat auch eine Range, ne? Ich glaube, deswegen mag ich die Charaktere auch immer so, weil die haben eine unglaubliche Range. Und jetzt hat Fang auch, kann auch ein bisschen mehr was aushalten hier. Mit ihren gerade mal 600 oder was er da hatte, da gewinnt sie ja keinen Blumentopf, ne? Also. Aber ganz ehrlich, ich würde sagen, du bist weg. Ich bin mal gespannt, eventuell werde ich den Manipulator gleich im Endkampf benutzen, wenn denn einer kommen sollte. Einfach weil ich sage, da lohnt es sich, eventuell mit Gemach und so. Ich meine, wenn sie Gemach gar schon kann, sprich alle Gegner in Gemach versetzen kann, dann kann das erste auf jeden Fall auch schon, den normalen Gemach. Und der könnte durchaus praktisch sein jetzt im nächsten im Gegnerkampf, sofern der Gegner nicht Immunitäten wieder dagegen hat. Das immer als Voraussetzung. Ich weiß nicht. Fang hat für mich sowas von einer Spartanerin. Also vom Kleidungsstil her und hast du nicht gesehen und vom Verhalten definitiv. Die ist definitiv so ein Spartaner. Zurück ist eine gute Überleitung. Ich bin nämlich gerade am Überlegen. Apropos, wir haben gerade einen Booster gekriegt. Ich habe nachgelesen, das sind Sachen, die kann man gut verkaufen, weil die erfahrungstechnisch für die Waffen quasi gar nichts bringen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir Odyssey zulegen soll. Aber ich bin mir da noch sehr, sehr unsicher. Who are you? Where do I start? I've got a few screws loose, but I'm a lessee, same as you. Hmm? Difference being, I wasn't born on Cocoon. What? I'm from Grand Pulse, the world below you all hate so much. My partner and I turned a crystal there and gone to sleep. But when we came around, here we were. The reason Cocoon's in such an uproar is the same reason you're here now. Vanille and I woke up. Oh, jetzt kommt raus, dass Vanille von Grand Pulse ist. Ach du Herre. Ja, da, wenn das das erfährt, ne, dann ist aber Holland in Not, schwöre ich euch. Weil der gute Zaz gibt ja quasi ihr und Vanille jetzt die Schuld daran, dass der Sohn von ihm zum Lissi wurde. Ne? Ah, schon wieder Szenenwechsel. Ich habe mich gerade an Fang gewöhnt. Wollt ihr mich eigentlich verarschen oder was? Sanctum follows Falci orders.
It's not just after Lassie. They'll target civilians and purge everyone who's a threat. And more innocents get killed. You can't take the blame for that. Someone has to. We can still save them. We let loose and bring the army to us. Draw their fire? I'm supposed to protect you. I can't let this happen. It's a tough call, that's for sure. Only one choice, I guess. I try to save everyone. So, Hope, are you with me on this? You just need to look out for yourself. Junge, der speit Gift und Galle. Bin ich mal gespannt, ob die sich da noch gegenseitig an der Gurgel gehen. Ich denke mal, einen Austausch wird es auf jeden Fall geben. Ach super, ich darf wieder Home, ich darf wieder Snow spielen. Modifikation. Quatsch, modifizieren will ich gar nicht. Hat er sich meine Paradigmen gemerkt, Manuel? Hat er. Die hätte ich gern ganz oben. Die als zweites. Und den hätte ich gern damit getauscht. Okay. Oh, wir haben fast 5 MTB-Balken voll. Sehr nice. Gehen wir erstmal. Oh, das ist doch schon wieder mies hier. Weihwasser. Auch nicht schlecht. Werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Hey guys, was läuft? Nothing to worry about. Also ich bin ja auch schon mal überlegen, ob ich mir Final Fantasy Online mal angucken soll. Also Final Fantasy 14. 14 war ja der Online-Teil. Aber ganz ehrlich, bevor ich das mache, ne? Ich will Final Fantasy 8 noch durchspielen, ich will Final Fantasy 12 noch durchspielen. 13.2, Lightning Returns und Final Fantasy 15, was ich mir neu geholt habe. Warum auch immer, obwohl ich noch kein bisschen drin gespielt habe. Deswegen, ich glaube, ich werde mir nicht mehr viele Spiele direkt zur Release holen, weil es lohnt sich für mich einfach. Ne? Und zumal momentan enttäuschen viele Entwickler. Also ich habe schon mitgekriegt, Fallout 76 sind auch nicht unbedingt alle mit zufrieden. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, inwiefern das meinen Geschmack widerspiegelt, aber ich habe mir schon gedacht, dass das zu Problemen führt. Weil meiner Meinung nach brechen sie mit zu vielen Fallout-Traditionen bei Fallout 76. Deswegen sind die Leute auch gerade so ein bisschen pisst, glaube ich. Ich glaube, wenn sie das so nach und nach gemacht hätten, dann hätte sich dafür keine Sau interessiert. Habe ich gestern auf jeden Fall irgendwas von gelesen, dass sich die negativen Reviews halt häufen. Wie viele von davon sich jetzt das Spiel geholt haben, lassen wir mal jetzt dahingestellt. Ne? Weil viele schreiben wahrscheinlich eine schlechte Rezension oder haben irgendwie nur 2-3 Stunden gespielt, was natürlich kein Maßstab ist. Ne? 2-3 Stunden kann man nicht bestimmen, ob ein Spiel kacke oder nicht kacke ist. Das geht einfach nicht. Ne? Ich meine, Witcher fängt ja auch erst so quasi nach 5-6 Stunden oder was fängt das erst an, richtig on Fahrt zu gewinnen. Ne? Es geht mittlerweile recht schnell. Also man kann sich heutzutage recht schnell verspekulieren. Blizzard hat sich ja letztens jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, wenn man das so sagen möchte. Mit ihrer, man möchte sagen, fragwürdigen Entscheidung auf Mobile Games zu setzen. Was ist das denn hier? Okay, hier hätte ich jetzt aber eine Truhe erwartet, bin ich ganz ehrlich. Naja, was soll's. Auch EA, ne? EA hat ja auch mal gute Spiele gemacht. Man mag es gar nicht denken, ne? Wenn ich so ans erste Mass Effect denke, gut, das hatte auch seine Schwächen, aber es war halt das erste seiner Reihe. Was gab's noch? Dragon Age, ne? Dragon Age 1, 2, habe ich jetzt, muss ich jetzt sagen, es waren jetzt keine Spiele, wo ich sagen würde, die spiele ich nicht gerne. Also die würde ich auch gerne öfter spielen. Oder öfter mal durchkloppen. Wenn ich die Zeit dazu hätte.
Inquisition weiß ich noch nicht, kann ich noch nichts zu sagen. Werde ich mein Fazit ziehen nach dem Let's Play, wenn es denn irgendwann mal kommt. Aber deswegen, EA hat auch mal gute Spiele gemacht. Also im Moment, wir sind gerade in einer Zeit, wo sich viele große Entwickler ziemlich in die Nesseln setzen. Ich habe auch schon was gelesen, von wegen, wie viel jetzt davon stimmt. Ich meine, wir wissen ja alle, im Internet ist kein Platz für die Wahrheit und so, ne? Aber wie viel, angeblich sind die Aktienkurse von Blizzard sehr stark gefallen nach der Veröffentlichung auf der BlizzCon. Und das kann auch echt kritisch werden, ne? Blizzard und auch jetzt Bethesda sind Riesenunternehmen, keine Frage, ne? Und wahrscheinlich dauert es bei denen länger, bis die pleite gehen, als bei allen anderen oder bei so einem kleinen Entwickler, ne? Aber das sollte man nicht unterschätzen. Viele große Entwickler sind ja auch pleite gegangen, wo man einen dachte, die haben auch genug Geld. Sega, ne? Die sind ja auch pleite gegangen nach der Dreamcast, ne? Deswegen, das unterschätzt man, glaube ich, auch so ein bisschen. Es braucht nur eine falsche Entscheidung für so ein Unternehmen. Und wenn du dann nicht ordentlich nachbesserst, dann hast du echt Probleme, ne? Muss man sagen, ne? Thanks, Hope. Und deswegen, also ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen, weil viele, ich habe auch schon viel jetzt gesehen, ja, Blizzard wird nicht pleite gehen und so weiter. Ja, aber wie gesagt, mein Problem ist, das haben sie über viele Firmen gesagt, die dann pleite gegangen sind. THQ zum Beispiel damals, ja? Hätte auch keiner gedacht, dass die pleite gehen. Ja, dass die nachher verkauft werden, aufgelöst werden und was auch immer. Ja, hätte damals auch keiner gedacht. Ne? Deswegen, man muss da schon aufpassen. Ne? Und ganz ehrlich, ich finde das auch nicht gut, dass die Entwickler zunehmend alle jetzt so drauf sind, so von mir, oh, das ist gerade im Hype, da springen wir mit auf, um Geld zu verdienen. Ohne Scheiß, ich bin der Meinung, die sollten lieber ihr eigenes Ding durchziehen. Ja, sollten dann was machen, wo sie auch hinterstehen und wo sie nicht nur primär Geld mit verdienen wollen, so mit null Eigenleistung, wenn man so möchte. Weil im Prinzip ist es das ja, ne? Ich glaube, Diablo Immortal habe ich jetzt gelesen, auch da wieder, ne? Ist nur jetzt gefährliches Halbwissen. Aber das soll irgendwie ein Abklatsch sein von einem anderen Mobile Game und wo ich mir so denke, Alter, ihr habt jetzt quasi null Eigenleistung da drin gehabt, ne? Und wollt uns das jetzt irgendwie als den heißen Scheiß verkaufen. Was zur Hölle? Ja, deswegen, solche Sachen finde ich halt schwierig. Und dann soll man lieber was Eigenes machen. Ich meine, Witcher, klar, Witcher ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was alles neu erfindet. Ne? Viele Sachen sind schon bekannt gewesen, viele Sachen kannte man so schon. Und das ist ja auch nicht schlimm. Ne? Ich meine, Uncharted macht ja auch nichts anderes. Ne? Die erfinden ja auch nichts neu. Ne? Ach, scheiße, haben sie mich doch gesehen. Die erfinden ja auch nichts Neues, aber die haben halt alles richtig gemacht. Ne? Deswegen, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der Trend vielleicht sogar da ausgelöst wurde, weil halt viele gesagt haben, Uncharted macht alles richtig, ne? Erfindet nichts Neues, aber macht halt alles richtig, bla bla. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das echt so der Startpunkt gewesen, wo die Entwickler gesagt haben, ja, dann machen wir das halt auch. Ne? Keine Ahnung. Wobei ich sagen muss, vom dritten Uncharted war ich ja so ein bisschen enttäuscht. Weil ich fand das ja eigentlich immer geil, dass bei Uncharted diese Stories nachher so einen übersinnlichen Touch gekriegt haben, ne? So beim ersten halt der goldene Mann, der ja dann irgendwie so einen Fluch hatte oder was, ja? Bei Teil 2 war auch irgendwie was Übernatürliches nachher, ne? Und bei Teil 3 kam da nachher irgendwie was ganz Komisches raus und da dachte ich, fand ich gut. Es hat für mich direkt wieder diesen Indiana Jones Flair zerstört. Ach genau, die Gegner da im Eis oder was das war, die Wendigos oder was die da waren, diese erfrorenen Gegner, die eigentlich hätten tot sein müssen, irgendwie sowas. Ich weiß noch, das war bei 2 irgendwas. Wobei ich sagen muss, 2 hatte auch für mich einen der genialsten Anfänge. Dieses Aufwachen im Zug fand ich mega. Ja, vor allem, weil man sich so denkt, okay, was ist hier gerade los und dann what the fuck. Fand ich mega den Einstieg. Ne? Also für mich schon ein sehr geiler Einstieg. Nicht jetzt unbedingt der beste, den ich je erlebt habe. Ich müsste mal wirklich überlegen, was der beste Einstieg eines Spiels ist, was ich je gespielt habe. Ja? Also da gab es, ich glaube, ein oder zwei Spiele, die haben für mich einen besseren Einstieg ins Spiel gemacht, als beispielsweise Uncharted. Aber
am Einstieg bewerte ich ja nicht das Spiel, ne? Also es ist jetzt ja nicht so, dass ich jetzt sage, okay, der Einstieg ist scheiße, dann ist das Spiel kacke, ne? Ich meine, sonst wäre Witcher ja direkt durchgefallen. Ja, ja, ist klar. Abwehramulett, okay. Was wir im Moment alles finden, so, weißt du was? Ich muss mal eben auf Le Map gucken. Aha, okay. Ja, soll ich den Kampf noch machen? Ja, komm, dann machen wir den einen Kampf noch hier. Danach gehen wir speichern und dann ist auch schon wieder Zeit, Tschüss zu sagen. Wie gesagt, könnt ihr mir ja auch mal gerne in die Kommentare reinschreiben, welche Spiele für euch so einen richtig geilen Einstieg gehabt haben, wo ihr so noch Jahre später genau wisst, boah, der Einstieg war so mega, ne? Muss ich sagen, Fallout 4 zum Beispiel hat auch einen sehr geilen Einstieg, ne? Wie gesagt, schreibt mir mal ruhig in die Kommentare, was für euch so der geilste Einstieg war, den ihr in eurer Spielerkarriere erleben durftet. Und ja, ihr könnt mir ja auch gerne mal die Meinung dazu schreiben, so von wegen diesen ganzen, was so momentan stattfindet, dass viele namenhafte und große Entwickler so in die Nesseln sitzen. Was ihr davon haltet oder was ihr denkt, wodurch das kommt. Ja? Klar, die haben so ein bisschen die Nähe zu ihren Fans verloren, aber da kannst du mir nicht erzählen, dass das jetzt ganz plötzlich dieses Jahr einfach der Fall war. Also es muss ja schon ein längerer Prozess gewesen sein, meiner Meinung nach. Und da frage ich mich natürlich so von wegen, was viele davon gedacht haben. Ich habe zum Beispiel auch mitgekriegt, Blizzards Antwort auf den Shitstorm nach Diablo Mobile war zu sagen, wir machen noch mehr Mobile Games. Wo ich wieder so denke, setzen 6 am Thema von meinem. Ehrlich, da fällt dir doch nichts mehr zu ein. Da fällt dir der Sack doch von der Karre. Scheiße. Da habe ich mal ausgedacht. Junge, was zur Hölle ist denn los mit euch? Ja, aber das ist halt der Mobile-Markt. Ne? Da kannst du relativ einfach und schnell Geld machen. Ne? Einfach mit diesen Microtransactions, die da drin sind. Ich zocke ja aktuell auch so ein bisschen Fallout Shelter auf dem Handy. Ne? Da kannst du das ja auch machen. Ne? Du kannst hier diese Boxen kaufen für echt Geld. Mache ich jetzt natürlich nicht, weil ich mir sage, warum soll ich das machen? Bringt eh nichts. Außerdem spiele ich das ja nur so zum Zeitvertreib, wenn ich mal irgendwo auf wen warten muss, sitzen muss oder was auch immer. Oder auf irgendwas warte. So, oder mal eben in einer Pause auf der Arbeit. Ne? So mal eben 5 Minuten oder sowas. Für was anderes spiele ich das nicht. Ne? Wenn ich ernsthaft spielen will, sitze ich hier vorm Rechner oder vor einer Konsole. Ne? Aber deswegen, weiß ich nicht. Also ich würde da kein Geld für ausgeben. Könnt ihr mir auch mal drunter schreiben, ob ihr für so Mobile-Dinger oder für so Microtransactions Geld ausgeben würdet. Also wie gesagt, ich würde es nicht machen. Ja, und deswegen würde mich mal alles interessieren. Also alle drei Sachen, die ich euch jetzt gefragt habe, würden mich wirklich brennend interessieren. So von wegen, was da eure Gedanken sind oder was ihr da erlebt habt. Boah, ich würde sagen, die 2 Minuten, da kacken wir jetzt drauf. Ich habe ja auch schon oft genug überzogen für euch, ne? Schnatter, schnatter. So, und ja, dann sage ich an dieser Stelle zu euch, see you guys und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Final Fantasy 13. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.